und wie mein Bahnhof nun letztendlich heißt und was ich mir für die besten Tipps ausgedacht habe und warum ich Danke sagen möchte und wie das Umfeld um meine Eisenbahn eigentlich aussieht, das zeige ich euch heute. Hallo liebe MOBA-Freunde, heute ist es endlich soweit. Heute wird der Name präsentiert. Ihr wartet nämlich wahrscheinlich schon lange drauf. Es hat sich alles ein bisschen verzögert. Es waren wahnsinnig viele Zuschriften. Ich habe 121 Namen bekommen und also die Auswahl war natürlich recht schwierig für mich. Hier habe ich nun mal alle Namen zusammengefasst. Ein Wahnsinn. Sehr viele Vorschläge waren auch in Bezug auf meinen Namen, ja. Dabei sind sehr schöne Wortspiele entstanden. Zwei sind aber letztlich übergeblieben. Einmal der Ort Einöde und der Tipp aus den ersten drei Buchstaben von dem Ort, wo ich aufgewachsen bin und wo ich jetzt wohne, etwas zusammenzustellen. Tja, und der Familienrat hat dann natürlich entschieden und entschieden wurde für Roditz. Beide Gewinner habe ich natürlich informiert und bekommen von mir, von Juvela, die Juvelinis in ihrer Größe natürlich. Und dazu brauchen die eigentlich nur noch bei meinem Leser, Kat Bauer des Vertrauens, beim Lesermodell Bau Gerhard, einen Dreizeiler hinsenden und sie bekommen das Set gratis zugesendet. Die gesamten Kosten übernehme ich natürlich. Den Link lege ich euch natürlich im Anhang mit dazu. Des Weiteren bestand der Wunsch, meine Deko, die sich unmittelbar um meine Anlage befindet, zu zeigen. Besonderes Augenmerk ist mein nachempfundenes Fenster, das ich mir habe malen lassen. Die Gardinen erzeugen dadurch einen Art 3D-Effekt. Und wenn zufällig jemand ein Originalfenster über hat, dann schreibt mir bitte, weil ich suche sowas noch sehr dringend. Ja, ich hoffe, ich konnte damit mal wieder einige Wünsche erfüllen. Und das nächste Mal geht es dann natürlich jetzt um die Abfahrt zum Schattenbahnhof. Wie gesagt, die Anlage ist jetzt komplett als Ring fertig und seid gespannt. Danke fürs Zuschauen und wir sehen uns im nächsten Video.